als Coach zum Millionär. Wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust, das dich und deine Familie in die finanzielle und ortsunabhängige Freiheit bringt. Was du aus deinen Fehlern lernen kannst und wie du sie nutzen kannst. Ja, ich bin Chris und wenn du wissen willst, wie du als Coach Kunden bekommst und ein Leben in Freiheit und Ortsunabhängigkeit leben möchtest, dann abonniere und verfolge diesen Kanal. Ja, heute haben wir ein richtig spannendes Thema und zwar das Thema Fehler. In einer der vorigen Folgen haben wir ja schon geschrieben, dass es eine wesentliche Eigenschaft von erfolgreichen Unternehmern, erfolgreichen Coaches ist, überhaupt erfolgreichen Menschen, nicht nach ihren Fehlern zu resignieren, sondern diese Fehler zu nutzen. Und ich gehe in dieser Folge sogar noch einen Schritt weiter. Sei dankbar für die Fehler, die du gemacht hast. Sei dankbar dafür. Denn vielleicht denkst du jetzt, oh, ich kann mir nicht dankbar sein für einen Fehler. Ja, ich habe da, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes gemacht oder irgendein schlimmes Ergebnis produziert. Du kannst sowieso nichts mehr an diesem Fehler ändern. Also es ist etwas passiert und das ist passiert. Die Vase ist kaputt, die ist gebrochen, ja. Und jetzt gibt es ja immer zwei Möglichkeiten zunächst. Das mal zuerst könntest du dich damit jetzt so begraben und dich verstecken und nichts mehr machen, was dich irgendwie an dein Ziel bringt und dir sowas erzählen wie, na, ich habe es doch gleich gewusst. Oder ja, im Grunde genommen diesen Fehler als Ausrede zu verwenden, dass du nicht erfolgreich als Coach wirst oder nicht erfolgreich als Unternehmer wirst, spielt gar keine Rolle, nicht erfolgreich deine Beziehung lebst. Ja? Es spielt wirklich keine Rolle, in welchem Bereich es ist. Ich kann dir eins sagen, Fehler passieren, Fehler werden immer wieder gemacht. Ja? Und wichtig ist, dass du erstmal die Grundeinstellung hast, obwohl du dich ärgerst und obwohl es dir leid tut und obwohl du natürlich weißt, dass das jetzt blöd gewesen ist, dass du dann aber wieder zur Grundeinstellung gehst, okay, ich habe diesen Fehler gemacht, was kann ich daraus lernen? Wie nutze ich diesen Fehler? Schreib dir das auf, wie nutze ich diesen Fehler? Wir haben so viele Fehler in unserer Businessentwicklung gemacht, im Aufbau. Wir sind 5 Schritte nach vorne gegangen, 2 wieder zurück, ja, weil Fehler passiert sind und haben uns an der Stelle immer wieder einen zweiten Powersatz aufgeschrieben. Also erstmal, wie nutzen wir den Fehler, aber auch diesen Satz, wir drehen alles ins Positive. Mit diesem Satz teilweise nach den katastrophalsten Situationen, ja, nach leeren Kühlschränken, nach Webinaren da draußen, wo wir quasi mit verbalen Tomaten beworfen wurden, nachdem wir gemerkt haben 2020, dass wir komplett mit dem ganzen Team, dass das mit dem Team überhaupt nicht läuft, dass die Kundenergebnisse nicht stimmen, dass wir viel zu viel Geld bezahlen für Leistung, die nicht erbracht wird. Ja, dass wir gemerkt haben, wir haben einen Fehler gemacht in der Art und Weise, wie wir die Leute eingestellt haben oder dass wir so viele Leute haben. Haben wir niemals den Kopf in den Sand gesteckt. Wir haben damals nicht gesagt, so und jetzt hören wir auf, wir werden nie wieder Leute einstellen. Ja, so das gebrannte Kind, Scholzfeuer. So haben wir nie gedacht. Wir haben gedacht, was haben wir denn eigentlich für Fehler gemacht, dass es zu diesem Resultat kommen konnte? Warum ist die Vase denn zerbrochen? Ja, warum sind denn die Kundenergebnisse nicht so gut? Warum bleibt bei uns eigentlich als Unternehmer gar nichts oder fast nichts mehr hängen? Ja, sondern wir haben uns überlegt, also wir haben uns diese Frage gestellt, ja, wie machen wir es denn jetzt beim nächsten Mal besser? Wie machen wir es beim nächsten Mal besser? Und dann sage ich dir eins, weil wir den Glaubenssatz hatten, wir drehen alles ins Positive, auch die negativen Ergebnisse, die negativen Feedbacks. Und dann kommt sowas sehr schnell, dass man so ein bisschen sauer ist, wie besser und es geht doch gar nicht besser und es ist auswegslos, die Situation, das ist jetzt passiert und bla und blub und bla. Aber ändere hier deine Energie. Geh wieder ins Positive. Stell dir vor, dieser Fehler ist das größte Geschenk, was dir passieren konnte an der Stelle, wo du jetzt gerade stehst. Stell dir das einfach nur vor. Du musst keine Lösung haben, wie du es besser machst. Du musst an der Stelle noch nicht wissen, was zu tun ist.
aber du fängst schon mal an, in diese Energie zu gehen und erzählst dir immer wieder, okay, ich drehe das. Und dann ist es so meistens ein, zwei Tage, manchmal auch ein, zwei Wochen später, wenn du dich dafür entscheidest, an dieser positiven Energie festzuhalten, kommt dir vielleicht morgens beim Duschen, beim Spazierengehen mit dem Hund, beim Abendessen oder kurz vorm Einschlafen, kommt dir die Idee, kommt dir ein Weg, kommt dir eine Inspiration, wie du dann merkst, okay, wie vermeide ich denn diesen Fehler? Aber besser noch, was kann ich denn ändern, was mir diesen Fehler nicht mehr produzieren wird und was mir vielleicht in Gänze ein viel besseres Ergebnis bringen wird? Bei uns war das, ich könnte so viele Beispiele nennen, aber das war zum Beispiel mit den Mitarbeitern 2020, wo wir gemerkt haben, hey, die Kunden erreichen die Ergebnisse nicht, die Kunden wurden teilweise tot gecoacht, die haben alles Mögliche gelöst in unseren Programmen, die haben sich mit ihren Eltern vertragen, die haben sich mit Brüdern und Schwestern, die haben das ganze Programm gemacht, aber was sie nicht gemacht haben, sie haben keine Kunden bekommen als Coach. Und wir hatten Mitarbeiter, die Coachingstunde über Coachingstunde abgerechnet haben, ohne dass sie wirklich die Kunden in dieses Ziel gebracht haben, fünf- oder sechsstellig zu sein im Monat mit ihrem Coaching-Business. Und wir haben dann nicht gesagt, jetzt stellen wir keine Mitarbeiter mehr ein. Also wir haben uns von allen getrennt. Und wir hatten nach einer Zeit, also bevor wir uns noch getrennt haben, haben wir gesagt, was können wir denn besser machen? Und wir hatten eine Lösung. Wir haben die Mentoren, die Facilitator, diese Struktur, wie wir sie bis heute haben, die super erfolgreich ist, die ein Garant dafür ist, dass unsere Kunden erfolgreich sind, die ein Garant dafür ist, dass wir auch noch Spaß dran haben, weil ein bisschen was hängen bleibt, ja. Und die Garant dafür ist, dass wir nur A-Mitarbeiter haben, also nur richtige Top-Leute, die selber erfolgshungrig sind, die selber zu den Ergebnissen der Kunden in Eigenverantwortung beitragen. Und das haben wir mit dieser Facilitator-Struktur eben erreicht. Hätten wir damals gesagt, wir machen nie wieder mit Mitarbeitern, wir machen allein, wie viele andere unsere Kollegen, die auch auf die Nase gefallen sind, würden wir nicht da stehen, wo wir heute stehen. Ich habe das neulich schon erzählt, gerade wieder vor, ist jetzt schon ein bisschen länger her, 4, 5 Wochen, hat mich wieder ein Pärchen angerufen, die damals genauso stark gestartet sind wie wir, die sie aber gesagt haben, nein, wir wollen keine Mitarbeiter und es ist zu viel Arbeit und bla und blub und blö. Und ja, heute stagniert ihr Business total. Ja, also wenn du wachsen willst, kannst du das nur wachsen, du kannst am Anfang über Skalierung wachsen, aber irgendwann, wenn du wachsen willst, brauchst du Menschen, die mit dir ins Boot steigen, ans Ruder springen und paddeln oder vorne die Kohlen reinscheffeln ins Feuer, ja, die mit dir wirklich für diesen Erfolg kämpfen. Und das ist immer eine Win-Win-Situation mit den richtigen Mitarbeitern. Und ja, das ist so eine Sache. Also bedank dich für den Fehler, ärgere dich, natürlich darfst du, aber dann fang an zu bedanken, dich dafür zu bedanken, dass er passiert ist. Sage dir, ich drehe diesen Fehler, ich nutze diesen Fehler als Sprungbrett zu meinem Erfolg, denn ich drehe alles ins Positive. Und behalte diese Haltung, bis du eine Lösung hast und bis du sagen kannst, so, und jetzt mache ich es besser. Jetzt mache ich es besser. Und wie gesagt, es wird dich immer deinem Ziel absolut näher bringen. Noch einen Hinweis habe ich. Was ich mir auch immer wieder sage, ist, wenn ein Fehler passiert, wenn etwas passiert, was nicht so erfreulich ist, dann ist das für mich immer nur ein Test vom lieben Gott oder vom Universum, ob ich wirklich mein Ziel erreichen will. Und wenn ich dann festhalte an meinem Ziel, festhalte an meiner Idee, diesen Glaubenssatz habe, ich drehe alles ins Positive und danke für diesen Fehler, das hilft mir noch mehr. Wenn das Universum, der liebe Gott, das merkt, dann kommt danach immer der nächste Quantensprung in deinem Erfolg. Das ist wie ein Test des Universums. Auch das sage ich mir immer oder sagen wir uns, auch Katharina natürlich auch, sagen wir uns immer wieder. Ja? Also, wenn du dein Business jetzt schon ein bisschen länger führst, schon eine Menge Fehler gemacht hast und vielleicht gerade am letzten Fehler, den du jetzt gerade gemacht hast, stagnierst, dann melde dich doch bei uns zum Gespräch. Wir schauen uns das an, wie du aus diesem Fehler lernen kannst. Fang aber jetzt schon mal selber an. Ey, das war kein, wie kann ich aus diesem Fehler lernen? Danke, dass das passiert ist. Ja, denn hinterher
ist es meistens genau das, was du getan hast und so, wie du auf die Nase gefallen bist. Und diese Verbesserung, die du gemacht hast, ist oftmals das fehlende Puzzlesteinchen zu deinem Durchbruch, zu deinem großen Erfolg. Aber darüber hinaus, wie gesagt, melde dich bei uns, buche dir ein Gespräch, ein Strategiegespräch. Wir gucken an, wo deine Fehler dich bisher hingebracht haben und wie du daraus das allerbeste Business in deinem Leben machen kannst. Bis dann, ich freue mich riesig auf dich. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte uns mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Denn sharing is caring. Ja, wir freuen uns riesig, dich auch wieder in unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wenn du Fragen hast und etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne.